heute schon einen Grapefruitsaft getrunken? Nein. Welches Soap ist deine absolute Lieblingsserie? Ich habe keinen Fernseher, aber ich gucke gerne YouTube-Videos. Und was dann? Alles Mögliche. Welchen Popsong kannst du überhaupt nicht mehr hören? Fällt mir keiner ein. Wen möchtest du gerne unbedingt persönlich treffen? Hermann Hesse würde ich gerne treffen. Bin ich ein bisschen spät dran, glaube ich, mit. Dein letzter Kinofilm? Den ich geguckt habe? Weiß ich nicht. Und zu guter Letzt Ketchup oder Mayo? Weder noch. Gerne ein Stück Karotte oder so. Hallo, hier ist Fabian Hambüchen. Hallo, hier ist Menderes. Wir sind Glasperlenspiel. Florian. David. Fitz. Wir sind bei Stuggi TV. Triff. Stuggi TV. Deine Stadt. Dein Sender. Ich bin Hanna Brahmann vom Projekt Mitmachen Ehrensache und darf heute in einer Spezialausgabe mit Julia Engelmann sprechen, die durch ihr Video One Day Reckoning Text ja im ganzen Land bekannt geworden ist. Wie kommst du damit zurecht, einfach plötzlich auf der Straße erkannt zu werden? Ich werde gar nicht auf der Straße erkannt, tatsächlich. Also meine Freunde erkennen mich natürlich und meine Eltern. Aber ansonsten werde ich eigentlich sehr, sehr selten erkannt und werde dann immer sehr, sehr nett angesprochen. Ja. Toll. Inzwischen hast du Auftritte in ganz Deutschland, hast 3 Bücher geschrieben, warst Schauspielerin einer Soap und dein neues Album kommt bald raus. Würdest du dich selber als Multitalent bezeichnen? Ich würde mich als jemanden bezeichnen, der einfach gerne viele Dinge macht, glaube ich. Also ich fange einfach wahnsinnig gerne irgendwie was mit meinen Gedanken an und das kann ja so vieles Verschiedenes sein. Also ich schreibe gerne, ich mache gerne Musik, ich male gerne und so würde ich mich bezeichnen. Also als jemand, der viele Sachen gerne macht. Warte nicht auf das Glück. Grüner wird's nicht, grüner wird's nicht. Stell dir vor, du machst es wirklich. Nur nach vorn, nie zurück. Ich warte nicht auf den Startschuss. Ich starte, wann ich will. Deine Texte sind sehr persönlich und emotional. Wie schaffst du dich, vor so vielen Menschen zu öffnen, diese Emotionen zuzulassen? Also bevor ein Text vor vielen Menschen vorgetragen wird, durchläuft er mehrere Vorphasen, würde ich sagen. Die erste ist die Phase, in der ich den Text schreibe. Und da ist es für mich eigentlich fast der schwierigste Teil, vor mir selber offen und mutig zu sein, als dann vor anderen Menschen. Also manchmal finde ich, ist es für mich aufregender, irgendwie in Teile in mich reinzugucken, die ich manchmal gar nicht angucken will oder sowas. Und nicht alles, was ich denke, schreibe ich auf, nicht alles, was ich schreibe, sage ich auch laut und so. Das heißt, bis ich einen Text dann wirklich als sozusagen Publikumsgedicht festlege, fühle ich mich mit dem schon sehr wohl und vertraut und dann bin ich auch gar nicht mehr so aufgeregt. Aktuell bist du auf Tour, Musik, Gedichte oder dein schauspielerisches Talent. Auf was dürfen sich deine Zuschauer denn genau freuen? Erstmal auf alles im Allgemeinen und im Speziellen gibt es Konfetti, das ich werfe und einen Sternenhimmel auf der Bühne und Gedichte, die ich geschrieben habe, Lieder, die ich geschrieben habe, die jetzt auf Gedichten basieren, auch von mir und es gibt einen Fragenteil, da kann man sich melden und mir eine Frage stellen, wenn man möchte. Meine Eltern sind dabei und also so ein Abend fühlt sich immer so ein bisschen an wie so eine von den guten Silvesterpartys, finde ich. East Coast, West Coast, S to the Tutkart. Und wie soll es in Zukunft weitergehen? Hast du schon neue Projekte in Aussicht? Gerade bin ich ganz gut ausgelastet, würde ich sagen, mit dem Album und der Tour und auch sehr glücklich darüber. Und ich schreibe immer weiter, also ich schreibe auch jetzt gerade irgendwie an neuen Gedichten, aber einfach, weil ich das eh gern mache. Und also über all das, was jetzt so dieses Jahr für mich passiert ist, bin ich so positiv überrascht und glücklich, dass ich erstmal den Moment genieße und dann das auf mich zukommen lasse. Jetzt wollen wir noch kurz über das Thema Ehrenamt sprechen. Auch in der Poetry Slam Szene im deutschen Bereich steckt viel Herzblut. Wie findest du, passt Ehrenamt da rein aus deiner Sicht? Na, ich würde sagen, Ehrenamt ist was mit bestimmten Werten verbunden ist, wie Geben und Nächstenliebe und Zeit für andere investieren und Empathie. Und das findet auch, finde ich ja, kann auch in Poesie und in Kunst stattfinden und auch auf Bühnen und in Texten. Also für mich
ja, mir hilft das auch, wenn jemand in einem Text zum Beispiel irgendwie was sagt, was mich erleichtert oder aufbaut oder sowas. Von daher finde ich, aus meiner Sicht passt das gut zusammen. Glaubst du, ohne das ehrenamtliche Engagement von Slammern und Helfern würde so ein gewisser Charme von Poetry Slam Veranstaltungen verloren gehen? Weiß ich nicht, ob ich da die Richtige bin, um das zu beantworten. Ich kenne ja nur die paar Stichproben Poetry Slams, auf denen ich war. Die haben für mich immer Charme ausgestrahlt. Ich finde das, ich höre einfach gerne anderen Menschen bei ihren verschiedenen Gedanken zu. Generell glaube ich aber, dass halt Menschen nicht auskommen, ohne einander zu helfen. Das würde ich sagen, ja. Und wie findest du, wie wichtig ist ehrenamtliches Engagement in unserer Gesellschaft heute? Ich würde sagen, sehr wichtig. Aber ich würde auch sagen, dass das auch was ist, was vielleicht ja in einem kleinen Mikrokosmos stattfinden kann. Also ein Freund von mir, so aus meinem Freundeskreis, der ist immer dabei, wenn jemand einen Umzug macht. Dann ist der manchmal, hat er irgendwie Muskelkater tagelang oder sowas. Aber es ist immer so, der würde einfach immer den Wagen fahren. Und sowas finde ich total, finde ich total inspirierend und super, super cool. Also ja, auch so ein bisschen, glaube ich, in seiner Umwelt aufmerksam dafür zu sein, was man vielleicht so im Alltag machen kann, finde ich auch was Schönes. Okay, vielen Dank, Julia, für das Interview. Auch danke an euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!